jetzt zur Anwendung. Also Rasen ist ja im Grunde, Rasen als Hausrasen oder Golfrasen oder so, ist ja im Grunde eine seltsame Idee. Der heutige, wie wir heute Rasen betreiben, also jetzt wird es ganz praktisch, wie wir heute Rasen betreiben, ist ja, wir schneiden das regelmäßig ab, nehmen den ganzen Grasschnitt von der Fläche runter. Also ich rede jetzt speziell Hausrasen und Golfrasen und Profirasen und so. Wir nehmen das komplette organische Material mit, tragen das weg und dann kommen wir wieder und nehmen teuren Dünger. Die Rasenbesitzer werden es wissen, was sie da jedes Jahr für Dünger, da müssen sie fünfmal im Jahr düngen. Und da gibt es spezielle Rasendünger und das heißt, auf der einen Seite schaffen wir das ganze organische Material und die Nährstoffe weg. Im nächsten Punkt schaffen wir viele mineralische Dünger oder sei es auch mal ein paar biologische Dünger mit Hornspänen oder so zurück auf die Fläche. Und was spricht eigentlich dagegen, so wie es die Tiere ja auch machen, das Gras auf der Fläche zu belassen? Es bleibt vielleicht verdaut, aber auf der Fläche zu belassen und direkt von dem Bodenleben zum Beispiel, gerade bei uns geht das ja, wir haben ja ein starkes Bodenleben in unserer Region, genug Feuchtigkeit. Also wir haben die Regenwürmer, wir haben die Pilze im Boden, wir haben die Insekten, die das entsprechend reduzieren, das organische Material. Warum nicht einfach den Grasschnitt liegen lassen? Es gibt es ja auch schon, es ist gar nicht so, dass es eine neue Idee ist, Grasschnitt liegen lassen. Da kann man schon mal davon ausgehen, dass man einen Großteil der Düngung nicht mehr braucht, weil wir Phosphor, Kali, Magnesium, Stickstoff nicht mehr in großen Mengen von der Fläche runternehmen und dann wieder hinterher düngen müssen. Nein, wenn wir einfach davon ausgehen, wir lassen im Wesentlichen allen Rasenschnitt auf der Fläche liegen, haben wir schon mal die halbe Miete. Und das wäre meine erste Empfehlung, Rasenschnitt, soweit es irgend geht, komplett auf der Fläche liegen lassen. Vielleicht möchte man es direkt auf den direkt an der Terrasse, wo man öfter läuft oder so, nicht machen, weil dann eben man zwei, drei Tage lang die Gräser mit reinschleppt. Aber wenn man zwei, drei Tage lang die Füße abputzt, bevor man reingeht, dann passt das eigentlich auch. Und länger ist es tatsächlich nicht. Nach zwei, drei Tagen ist das liegen gelassene Gras schon so weit in den Boden gesunken oder von Regenwürmern, wenn man schon sehr fruchtbaren Boden hat, in die Röhren gezogen. Das ist wirklich nach ein paar Tagen, ist es, selbst wenn man es relativ hoch hat stehen lassen, den 20 cm Abschnitt liegen lässt, das ist nach ein paar Tagen, ist das optisch nicht mehr wahrnehmbar, ist das quasi verschwunden und das Bodenleben kann sich davon ernähren. Erstmal züchtet man sich dann das Bodenleben heran, Regenwürmer und so weiter. Man baut Humus auf, man lässt die Nährstoffe da, wo sie sind, wo sie hingehören, muss sie nicht wieder hinterher düngen. Und Moos zum Beispiel mag es nicht, mit Rasengras gemulcht zu werden. Also Moos wird dadurch auch reduziert. Und wir können mit der Zeit, wenn wir das immer weiter aufbauen, auch die Qualität des Bodens deutlich verbessern. Das wäre also schon mal der erste Punkt. Rasenschnitt, wo immer es geht, liegen lassen. Das System gibt es ja auch schon, die modernen Rasenroboter, die da alle paar Tage über den kompletten Rasen fahren und den kleinen häckseln, die mähen ja immer nur so ein kleines Stück ab und lassen das liegen. Das ist schon ein Mulchrasenmähen, das ist ja perfekt, ne? Nur dass sie es immer so klein haben, dass es eben wirklich gar nicht auffällt, ne? Gar kein Problem ist, dass es fällt sofort durch und hängt nicht an den Füßen. Dann gibt es ja Mulchrasenmäher, auch normale Rasenmäher, die man als Mulchrasenmäher einstellen kann. Das heißt, es wird einfach kleiner gehäckselt, fällt dann durch die Häckselmesser, durch die Schneidmesser durch. Das wird also einfach ein bisschen so eingestellt, dass es feiner gehäckselt wird und bleibt dann liegen. Auch eine gute Idee, wird auch schnell umgesetzt. Aber selbst wenn Sie einen ganz normalen Rasenmäher haben und das fliegt einfach hinten raus und auch das ist innerhalb von ein paar Tagen, eine Woche, maximal zwei Wochen, ist das verschwunden, für Sie nicht mehr sichtbar und der Boden freut sich drüber. Also das wäre die dringende Empfehlung, Rasenschnitt nicht unbedingt abräumen, sondern liegen lassen. Es sei denn, man braucht den Rasenschnitt woanders, eventuell als Dünger, indem man da besonders guten Kompost draus macht. Auf Profiflächen, Golfrasen, Fußballrasen muss man sich überlegen, ob man das hinkriegt mit dem liegen lassen. Man kann natürlich nicht den Golfrasen eine Woche sperren, bis dann vielleicht wieder alles Grasschnitt verarbeitet ist. Hängt aber auch von der Technik ab. Wenn man es wirklich fein häckselt, ginge das auch. Aber da will ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen, da muss man gucken, wie das funktioniert. Das nächste,
gehe jetzt mal auf die Profi-Rasen-Geschichten erstmal, wäre EM-Sprühen. So wie die Kuh oder die ganzen Wiederkäuer, Schafe, Ziegen und so weiter, Antilopen, wie die das Gras verdauen und wieder ausscheiden, so kann man, und die haben ja in ihrem Verdauungssystem eine Mikrobiologie, die dem von EM sehr stark entspricht. Sprich, was die eigentlich tun, ist den Rasen fressen, Gras fressen, im Verdauungssystem mit einer EM-ähnlichen Mikrobiologie zu verdauen und dann wieder auszuscheiden. Das geht, mindestens in unseren Breiten, auch wunderbar, indem man das einfach vor dem Mähen mit EM besprüht. Und wir haben uns auch so einen Rasentraktor, wir haben auch einen Rasentraktor, den wir jetzt am Ende doch nicht so oft benutzen, aber eine sehr schöne Variante ist, einen Rasentraktor einfach mit einer Sprühdüse zu versehen, sich einen Tank dran zu bauen und am besten vor dem Rasenmähen EM zu versprühen. Das ist dann wunderbar, dann wird beim Mähen ja alles durchmischt, das verteilt sich dann nochmal perfekt und hinten liegt schon perfekt mit EM, mit Milchsäurebakterien und Hefen besiedeltes Grasschnitt und der wird dann besonders schnell und effizient umgesetzt vom Boden. Das Produkt, was dafür bei uns eine Rolle spielt, ist das ganz normale vermehrte EM, Triaterra aktiv. Das ist quasi ein Sauerkrautsaft einer guten Qualität. Kann man auch trinken, wenn man will. Also ist auf jeden Fall komplett ungiftig. Ist aber ein Bodenhilfsstoff, Spitzenjahrgang. Ist aber ein Bodenhilfsstoff, also ja, viele das trinken jetzt nicht. Es ist wird als Bodenhilfsstoff hergestellt und verkauft. Und wenn wir diesen super Sauerkrautsaft auf die Gräser, auf den Rasen sprühen, bevor wir mähen, dann haben wir eine viel effizientere Umsetzung des organischen Materials, des Grasschnitts und eine schnellere Umsetzung und eine schnellere Entwicklung des Bodenlebens. Und auch Moos und so weiter mag das dann entsprechend nicht. Genau, das heißt, das wäre meine Empfehlung für speziell Profi-Rasenflächen in Parks, die besonders belastet sind, Golfrasen, Fußballrasen, Tennisrasen, dass man dort möglichst bei jedem Rasenschnitt, Grasschnitt, den man macht, auch versucht, das eventuell liegen zu lassen, wenn es denn irgend geht, aber auf jeden Fall, egal ob liegen lassen oder nicht, das mit EM zu sprühen. Und da braucht man nicht viel, 10, 20 Liter EM auf dem Hektar, beziehungsweise, Moment, 1 bis 2 Milliliter pro Quadratmeter. Oder ich sag mal auf 100 Quadratmeter, das wäre dann ein Hundertstel Hektar, wären das 10 Milliliter. 10 Milliliter hiervon, also noch nicht mal ein Schnapsglas, 10 Milliliter mit entsprechend Wasser verdünnt für 100, nee, Moment, jetzt bin ich falsch, nicht 10 Milliliter, 100 Milliliter, also 1 Milliliter pro Quadratmeter, 100 Milliliter, ein Zehntel von der Flasche. Auf also eine Tasse voll sozusagen auf 100 Quadratmeter würde ausreichen, vor allen Dingen, wenn es gut verdünnt ist, gut verteilt ist. Also die Verteilung ist das A und O, also mit viel Wasser, 200 Liter Wasser auf dem Hektar, 10 Liter EM ist eine gute Dosis, 20 Liter EM, 10 bis 20 Liter ist eine gute Dosis, beziehungsweise 1 bis 2 Milliliter pro Quadratmeter. Reicht aus, wenn es gut verteilt wird und das häufig gemacht wird. Und da wird man schon merken, dass das Gras gesünder ist, dass die Nährstoffe besser umgesetzt werden, dass man weniger Dünger braucht, allein mit EM und speziell dann eben, wenn man Grasschnitt noch liegen lässt. Und dass der Rasen allgemein viel vitaler ist, dass es dann nicht so eine Krebsstellen im Rasen gibt, wo dann Insekten die Wurzeln auffressen oder was es da alles für Krankheiten gibt. Das wäre die wichtigste Empfehlung für den Profi-Gartenanbau, Profi-Rasenanbau. Die zweite wäre, dass man dann guckt, ja, Düngung, wie gesagt, kann man definitiv reduzieren, wenn man Grasschnitt liegen lässt, aber auch nur mit EM schon reduzieren auf die Hälfte. Und ideal wäre es natürlich, wenn man Rasenschnitt abräumt, dass man den dann perfekt kompostiert, fermentiert. Also man hat ihn ja dann quasi vorher schon mit EM besprüht, wunderbar. Dann kann man den quasi wie einen Silagehaufen erstmal, wie Stapelmist, unter dem Motto verdichten und abdecken, wie ein Silagehaufen erstmal Milchsäure fermentieren. Und weil man das ja nicht dann so auf die Rasenflächen wieder raufbringen will, sondern richtig als krümelige Komposterde wahrscheinlich, damit es besser handhabbar ist,
kann man das dann einfach mal umsetzen, Luft dran lassen. Aber dadurch, dass man es vorher fermentiert hat, wird es nicht faulen, wird es nicht stinken, wird es eine gute Qualität des Kompostes geben. Und in diesen Kompost reinbringen pro Kubikmeter, also von Anfang an mit dem Rasenschnitt zusammen, 100 Liter Holzkohle pro Quadratmeter, 30 Kilogramm pro Kubikmeter Kompost oder Grasschnittmaterial verdichtet und 30 Kilogramm bzw. 100 Liter Pflanzenkohle und 10 bis 20 Kilogramm Basaltgesteinsmehl. Das ist das zweite, was ich hier stehen habe. Basaltgesteinsmehl. Basaltgesteinsmehl gibt es in unserem Shop 12 Kilo 12 Euro. Beziehungsweise Diabas-Gesteinsmehl ist eine andere Variante. Das sind Gesteinsmehle, Gesteine, die einen hohen Anteil an basischen Mineralien haben. Über 50% Anteil basischen Mineralien, Phosphor, Kali, Magnesium, Calcium, Tonminerale, Eisen und unter 50% Siliziumoxid. Und diese basischen Gesteine bringen wunderbar Mineralien zurück in den Boden und wirken nicht so schnell oder stark wie Kalk, nicht so verbrennt, sondern wirken ganz, ganz langsam über viele Monate und Jahre. Die beiden wichtigsten Varianten dabei sind Basalt und Diabas. Im Grunde ähnlich, ganz ähnlich von der Zusammensetzung und man findet die im Handel auch oft unter Urgesteinsmehl. So sieht das aus hier. Hängt ein bisschen vom Vermahlungsgrad ab und von den Ausgangsgestein, ob das jetzt so dunkel wird oder ein bisschen heller wird. Genau, Basaltgesteinsmehl. So, Pflanzenkohle, Basaltgesteinsmehl und wie gesagt, die Erde ist dann meistens schon drin. Und das könnte man dann zu einem wunderbaren eigenen Kompost machen, den man dann erstens nicht entsorgen muss, den ganzen Grasschnitt, und zweitens wunderbar wieder zurückbringen kann auf die Flächen. Das ist ja immer das Thema. Und jetzt mal zu dem ganz normalen Rasen, den Hausrasen. Beziehungsweise Gartenrasen, den ja viele von unseren Kunden gerne pflegen würden und auch gerne mit DM pflegen würden, nicht mehr so viel Dünger kaufen, beziehungsweise noch alle möglichen anderen Spielerchen machen. Warum kommt eigentlich Moos im Rasen? Moos kommt immer dann, wenn der Boden sauer wird. Ja, das ist ein Punkt, aber es ist nicht der einzige Punkt. Moos kommt vor allen Dingen dann, wenn im Grunde der Boden nicht fruchtbar ist, wenn zu wenig Nährstoffe im Boden da sind oder zu wenig Nährstoffe rausgelöst werden können aus dem Boden. Sprich, ein stark versauerter Boden blockiert die Nährstoffe und ermöglicht den Pflanzen nicht, die Nährstoffe aufzunehmen. Das ist der Grund, warum, wenn wir den pH-Wert anheben, wenn wir Kalk streuen, dann werden Nährstoffe wieder verfügbar, dann wird organische Substanz wieder abgebaut, kann das Gras wieder einen Vorteil haben gegenüber dem Moos. Moos kann praktisch ohne Nährstoffe wachsen, auch im sauren Milieu. Rasen braucht relativ fruchtbaren, guten Boden, nicht ganz so niedrige pH-Werte, sprich pH-Wert 6, pH-Wert 5,5 im Boden. Das ist relativ schon Richtung neutral und Moos kann eben auch bei sehr niedrigen pH-Werten von 5 und sogar tiefer noch gut wachsen. Ich persönlich bin gar nicht so ein Fan von Moos. Ich finde, das sieht wunderbar aus, ist grün, tritt schön drauf, wunderbar mit Barfüßen über Moos zu laufen. Aber unsere Liebesbeziehung zu Gras, die Leute, die da in dieser engen hormonellen Beziehung zu Gras stehen, die können Moos absolut nicht ab und das muss weg. Okay, ist aber auch, wie gesagt, ein Zeichen eines Bodens, der blockiert ist, der nicht die Nährstoffe hergibt. Was schon hilft und die Nährstoffe nicht mehr blockiert sind im Boden, ist EM. Definitiv das ab und zu sprühen bzw. zu gießen. Wenn wir es gießen, Brausegießkanne, 10 Liter, 1 zu 200 verdünnt, steht auf der Flasche, zwei Schnapsgläser auf eine 10 Liter Gießkanne, mal den Boden an der Stelle durchfeuchten. Wenn man das 3, 4, 5 Mal im Jahr hinkriegt, wunderbar. Ansonsten sprühen, ideal sprühen, direkt vor dem Rasenmähen. Wie gesagt, man kann sich eventuell auch sowas basteln mit dem Rasentraktor, aber vielleicht reicht für den Hausgarten, wenn man da mal kurz mit der Rückenspritze oder sogar einer kleinen 5-Liter-Spritze bevor dem Rasenmähen drüber geht. Und da braucht man, wie gesagt, nicht viel. Da kann man 1 zu 10 wäre schon relativ hoch konzentriert, 1 zu 20, 1 zu 30, 1 zu 50 verdünnt. Wenn wir
auf einen Quadratmeter 1 Milliliter haben, 2 Milliliter haben, ist das eigentlich ausreichend. Wichtig ist die gute Verteilung. Wenn Sie 5 machen, 5 Milliliter ist auch in Ordnung. So, das wäre also die erste Sache, die man machen kann, um den Boden in Gang zu bringen. Die zweite Sache ist Triaterra-Streu bzw. Pflanzenkohle, Gesteinsmehl und Mikroorganismen. Triaterra-Streu ist eine Mischung aus Pflanzenkohle, Gesteinsmehl und Mikroorganismen, was von uns gemischt wird. Da ist auch noch Keramikpulver dabei, Zeolit dabei. Diese Mischung, da ist eigentlich alles drin, außer das organische Material. Das kann man so mit 10 bis 20 Quadratmeter für 10 Liter Beutel aufbringen, das Triaterra-Streu. Also einen halben Liter bis 1 Liter auf 1 Quadratmeter davon ausbringen. Und das ist sofort ein Humuszentrum, die Holzkohle, das Basaltgesteinsmehl bringt die Mineralien und die große Oberfläche mit und das Zeolitgesteinsmehl. Und dann haben wir eben die Mikroorganismen auch dabei, sehr gut geschützt in der Holzkohle. Also das wäre eine Variante, Triaterra-Streu ausstreuen oder eben eine ähnliche Mischung selber machen mit Pflanzenkohle, Basaltgesteinsmehl und EM. Und die nächste Möglichkeit ist speziell da, wo jetzt sichtbar sind, Mensch, da ist besonders viel Moos, da habe ich offensichtlich einen blockierten Boden. Da kann man, um den pH-Wert anzuheben, um noch mehr Mineralien reinzubringen, durchaus noch mehr dann vielleicht nur Basaltgesteins mit ausbringen. Oder auch mal Holzasche zum Beispiel. Wenn Sie Holzasche zu Hause haben, von unbelastetem Holz verbrannt, kann man Holzasche, ist es kein Problem, das zu verwenden. Das ist unbelastetes Holz, ist praktisch schwermetallfrei. Also wenn es nicht Bauholz ist oder so, ne, sondern normal aus dem Wald, Scheitholz, Kaminholz und so weiter. Das kann man wunderbar nutzen im Garten und eben speziell auch für Rasen, um das aber nur handvollweise, nicht zu viel auf dem Quadratmeter, um diese basischen Mineralien zum Beispiel auch im Rasen zu bringen, die dann entsprechend Moos, also die Nährstoffe freisetzen bzw. selber Nährstoffe mitbringen, Mineralien mitbringen und dann entsprechend kann das Gras besser wachsen und das Moos hat einen Nachteil und dann wird das Moos mit der Zeit zurückgedrängt. Basaltmehl, wenn man das damit macht, 200 bis 500 Gramm pro Quadratmeter ist eine gute jährliche Dosis. Also wenn man das erste Mal macht, 500 Gramm auf dem Quadratmeter, 5 Tonnen pro Hektar und dann in der Folge dann so 200 Gramm pro Quadratmeter ist eine gute Dosis. Desto länger man das macht, desto länger man den Rasen schon liegen lässt, wenn man 2, 3 Jahre Basaltgesteinsmehl bzw. Triaterra-Streu ausgebracht hat, dann wird der Boden mit der Zeit so nährstoffreich, so lebendig, man hat so viele Regenwürmer, so ein aktives Bodenleben, dass alles, was man an Gras schon liegen lässt, super schnell verarbeitet wird und natürlich sich da enorm Humus aufbaut, enorm fruchtbarer Boden aufbaut. Dann kommt noch Urin ins Spiel. Über Urin werde ich auch noch mal ein eigenes Video machen, aber nur so viel. Urin ist ein wunderbarer Dünger. Ihr eigen produzierter Urin. Ja, das, was Sie jeden Tag die Toilette runterspülen, damit will die Kläranlage eigentlich gar nichts zu tun haben, weil damit kann sie relativ wenig anfangen. Da ist jede Menge Stickstoff drin, Kalium, Phosphor, Magnesium, aber alles schon mineralisiert. Also da ist nichts drin, was die Kläranlage jetzt großartig verarbeitet. Ein bisschen bläst sie den Stickstoff in die Luft, aber ansonsten ist das eigentlich nur eine Belastung für die Kläranlage. Und Sie kaufen auf der anderen Seite den Rasendünger im Baumarkt. Nee, nehmen Sie doch Ihren eigenen Urin. Das ist exakt die gleiche Zusammensetzung: Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, alles, was Sie brauchen für eine gute Düngung Ihres Rasens. Und Sie können rechnen, 2 bis 4 Liter Urin pro Quadratmeter pro Jahr, da müssen Sie nicht auf einmal ausbringen, pro Quadratmeter pro Jahr, idealerweise verdünnt, 1 zu 5, 1 zu 10 verdünnt mit Wasser. Am besten mit der Gießkanne ausbringen. Das bringt einen richtigen Wachstumsimpuls. Da haben Sie richtig, also das bessere Dünger können Sie weder kaufen noch anderswo besorgen als Ihren eigenen Urin. Und Urin ist eine sichere Sache. Es gibt ja sogar Leute, die verwenden das für Wunden oder trinken das. Also ist auf jeden Fall nicht gefährlich. Es fängt nach ein paar Tagen an, richtig streng nach Ammoniak zu riechen, aber das ist auch nur der Zerfall von Harnstoff zu Ammoniak, also nichts, was irgendwie Fäulnis andeutet oder Mikroorganismen
spielen im Urin kaum eine Rolle, weil da kaum was zu fressen ist. Es ist im Grunde eine hygienische Sache, selbst wenn es lange steht und nach Ammoniak stinkt, ist es immer noch hygienisch, nur nicht mehr so schön angenehm zu verarbeiten. Genau, also das wäre meine dritte Empfehlung: EM sprühen, Triaterra-Streu bzw. Pflanzenkohle und oder Basaltgesteinsmehl ausbringen. Und dritte Empfehlung: durchaus mindestens, wenn man jetzt einen sehr mageren Rasen hat, in den ersten 1, 2, 3 Jahren durchaus und solange man das möchte, 2 bis 4 Liter Urin pro Quadratmeter pro Jahr ausbringen, verdünnt dann entsprechend 20 bis 40 Liter Urin. Also verdünnt 1 zu 10 mit Wasser, 20 bis 40 Liter dann entsprechend ausbringen pro Quadratmeter pro Jahr. Idealerweise direkt nach dem Schnitt oder im Frühjahr, wenn diese starke grüne Wachstum ist. Da ist immer dann, wenn der Rasen die Nährstoffe braucht. Aber Urin lagern ist ein bisschen schwierig, wie gesagt, fängt an zu riechen. Deswegen am besten immer frisch raus damit. Sie produzieren ungefähr pro Person 500 Liter Urin pro Jahr. Das heißt, Sie können gut düngen 200 Quadratmeter pro Jahr. Also 200 Quadratmeter Fläche können Sie mit diesen 2 bis 3 Litern zum Beispiel pro Quadratmeter. Wenn Sie Ihren kompletten Urin auf dem Rasen tragen, können Sie als Einzelperson 200 Quadratmeter Rasen gut düngen. Beziehungsweise auch andere Kulturen natürlich, die ähnlich sind. Diese 2 bis 4 Liter sind ungefähr entsprechend ungefähr 150 bis 100 bis 200 Gramm Kilogramm Stickstoff pro Hektar, wenn das ein Landwirt mal übersetzen möchte. Genau. Ja, vielleicht noch ein Hinweis. Ich persönlich bin nicht in so einer ganz reinen Liebesbeziehung mit dem Gräsern, mit dem Rasen, weil ich natürlich sehe, dass Baumökosysteme mitunter sehr viel leistungsfähiger sind in der Verdunstung für unsere Natur, für die Fruchtbarkeit, für das Klima. Also bin ich eher ein Waldmensch, so wie die Amazonas-Indianer ja auch Waldmenschen waren und einige andere Kulturen auch, die Germanen sicherlich auch zum Teil, die entsprechend gejagt haben, beziehungsweise zum Beispiel Schweine gehalten haben, die dann im Wald gehalten wurden. Also der Mensch lebt ja auch mit Waldökosystemen zusammen und ich bin jetzt nicht so ganz rein auf, das muss ein perfekter Rasen sein, nur mit Gräsern, da dürfen keine Kräuter sein, keine anderen Sachen. Und eine Sache, die ich eigentlich fast empfehlen würde, dass man sich da ein bisschen überwindet und sagt, na gut, das darf im Rasen auftauchen, wäre Weißklee. Und Weißklee nicht umsonst, denn ich und meine Firma, wir sind große Fans von Weißklee. Hier, Firma Triaterra. Das Tria, die 3, bezieht sich auf Trifolium repens, auf Weißklee. Das ist die Weißkleeblüte und das Weißkleeblatt. Also unser Symbol ist Weißklee und nicht umsonst, weil Weißklee propagiert vom Masanobu Fukuoka eine wunderbare Pflanze ist, um fruchtbare Böden zu schaffen, um mit allen Kulturpflanzen zu wachsen. Man kann das unter Mais, unter Raps, unter Getreide wachsen lassen und das stört die anderen Pflanzen nicht. Es wird nur 10, also 20, 30, noch nicht mal 30, 20 Zentimeter hoch und es verträgt getreten zu werden, es verträgt Überfahrten, es verträgt oft geschnitten zu werden. Ich habe mal ein wunderschönes Weißklee, also wirklich so ein Rasen, perfekt immer geschnitten offensichtlich, perfekt gepflegt, amerikanisches, britisches Kriegsgräber, ja, Denkmal, Kriegsgräber in Spandau, kommt kein normaler Mensch hin, aber aus irgendeinem Grund sind wir da mal angehalten, sah aus wie ein schöner Park, sind da ein bisschen spazieren gegangen. Wunderschöne Parkanlage mit Sitzgelegenheiten und ich gehe gerne über Friedhöfe, ist schön. Und es war auch ein schöner Friedhof und er war aus gutem Grund perfekt gepflegt. Und eine Sache, die ich da gesehen habe, wirklich relativ viel Weißklee in diesem perfekt gepflegten Rasen. Offensichtlich nicht überdüngt, also mit der Düngung haben sie es nicht übertrieben, sonst würde der Weißklee da nicht so auftauchen. Aber der Weißklee hat es wirklich vertragen, in der gleichen Frequenz geschnitten zu werden, so tief geschnitten zu werden. Er hat sich wirklich an dem Boden lang gehangelt und nur ganz kurz die Blüten rausgeschoben. Also das wäre meine Empfehlung.
freunden Sie sich vielleicht damit an, nicht einen reinen Rasen zu haben, der nur aus Standardgras besteht, sondern auch vielleicht mindestens mal Weißklee mit unterzumischen bei einer neuen Rasenansaat, beziehungsweise vielleicht mal nachzusehen, speziell auf kahlen Stellen oder wo Moos wächst. Wenn Sie das Moos ein bisschen rausrechen, den Rasen, den Boden ein bisschen aufmachen, dass Sie da mal Weißklee aussehen. Weil Weißklee Wasser aus tiefen Schichten holt, auch Mineralien aus tiefen Schichten holt, Stickstoff bindet und damit den Boden aufwertet und ja, selbst für die Bienen hin und wieder mal und für die anderen nektarliebenden Insekten etwas Nektar bereitstellt. Genau, also das wären meine Empfehlungen zum Rasen. Profi-Rasen bei jedem Schnitt sprühen und gucken, ob man einen guten Therapeta-Kompost mit ausbringt. Und das dürfte dazu führen, dass man einen sehr viel gesünderen Rasen bekommt und grüneren Rasen sozusagen und deutlich an Spritzmitteln und an Düngemitteln spart. Und für den normalen Rasenbesitzer empfehle ich ab und zu EM sprühen bzw. gießen, Prioterra Streu, ein Sack 10 Liter auf 10 bis 20 Quadratmeter, Basaltmehl zusätzlich speziell auf den moosbelasteten Flächen 200 bis 500 Gramm pro Quadratmeter und Jahr und das mal mit Urin probieren, 2 bis 4 Liter pro Jahr und gucken, ob man nicht mit Weißklee den Rasen ein bisschen lebendiger macht, ein bisschen interessanter macht für das Bodenleben, für fruchtbare Böden. Und wenn Sie dann irgendwann mal sagen, Mensch, jetzt will ich aber doch gerne in die Selbstversorgung gehen und ein bisschen mehr anbauen, vielleicht mal einen Kartoffelacker machen oder was auch immer, wenn Sie den Rasen so vorbereitet haben und da über Jahre so fruchtbare Böden aufgebracht haben, dann wird ein Umstellen auf eine tatsächliche Nahrungsmittelproduktion auf den Flächen richtig Spaß machen und Sie werden die ersten Jahre selbst ohne jeden Dünger einen Spitzenerfolg und sehr gute Erträge haben. Und selbst in 1000 Jahren wird man diese Flächen noch als Therapeta erkennen und sich freuen, dass Sie, Ihr Nachkommen, so eine fruchtbare Welt hinterlassen haben. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal.